Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu SFS. Ja, heute gibt es eine Zuschauereinsendung. Ein Mars Rover gibt es hier. Und zwar von Ace Plays. Ace Plays hat auch einen Kanal, hat auch schon ein SFS-Video online und hat mir diese Rakete hier geschickt. Ja, ich glaube, das habe ich auch in der letzten SFS-Baufolge schon gesagt. Jetzt kommt das Video dazu. Die Rakete sieht mir so ein bisschen nach einer Saturn V aus. Ich weiß nicht, ob das so geplant war. Sieht auf jeden Fall so aus. Wenn wir nach rechts unten gucken, 853 Tonnen, das ist ganz schön schwer. Und Schub pro Masse liegt bei 3,28. Ace Plays, das ist nicht nötig. Es ist wirklich nicht nötig, dass du hier 7 Triebwerke reinpackst. Sieht gut aus, ist bestimmt auch super schnell. Aber ist ganz ehrlich gesagt nicht nötig. Wenn du einen Schub pro Masse von 1,5 hast, reicht das locker aus. Das heißt, du könntest da locker so 3 Triebwerke wegnehmen. Dann wäre es auch noch gut. Naja, egal. Wir fliegen das jetzt einfach mal zum Mars. Und zwar genauso, wie es vorhergesehen wurde. Oder vorgesehen ist. Ace Plays hat mir nämlich ein Tutorial geschickt. Was wiederum auch nicht unbedingt nötig war, weil ich kenne das Spiel und ich kann Raketen fliegen und ich denke, ich schaffe das auch so, aber vielen Dank dafür. Ich würde jetzt trotzdem mal sagen, wir fliegen einfach zum Mars. So, da haben wir die Rakete. Wir müssen jetzt die ganzen Triebwerke anmachen. 0,1% braucht man da. Schon mal anschalten und dann klick, 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 klick. Ich glaube, jetzt sind alle an. Und dann, ja, fliegen wir los. Ja, ihr seht, die Rakete hebt ab wie sonst was. Sie ist sofort vom Boden weg. Wir müssen auch direkt anfangen zu drehen. Also sie ist sehr schnell. Ich komme gar nicht hinterher mit dem Drehen. Oh, und der Treibstoff ist schon leer. Ist natürlich nicht so schön. So, die 5 Düsen sind auch an. Jetzt drehen wir mal noch ein bisschen weiter. Ja, und jetzt ist es gar nicht mehr so schnell. Eben mit den 7 Titan-Triebwerken ging es echt schnell. Und jetzt mit diesen 5 Frontierdüsen ist es ganz schön langsamer geworden. Aber egal, wir sind trotzdem noch gut unterwegs. Und fliegen jetzt Richtung Weltraum. Drehe mal doch noch ein bisschen zurück, obwohl mir was anderes vorgeschlagen wird, einfach damit wir in den Weltraum kommen und weniger Luftwiderstand haben. Oh, und der Treibstoff ist auch schon wieder leer. Gut, dann nächste Stufe. Diesmal nur 3 Triebwerke. So, jetzt sind wir schon so gut wie im Weltraum. Jetzt kann ich auch wieder zurückdrehen. Und dann fliegen wir einfach mal weiter. Wir haben die Atmosphäre verlassen. Dann können wir das jetzt hier aufmachen.
können wir uns das schon mal so ein bisschen anschauen. Hier haben wir ein Landemodul mit 5 Fallschirmen, SS, Düsen dran, Tanks und unten dann noch Triebwerke und den eigentlichen Rover. Ist also recht ähnlich gestaltet wie Curiosity oder Perseverance, also die beiden Mars Rover, die einerseits schon auf dem Mond sind, andererseits noch auf dem Mars sind und andererseits noch zum Mars fliegen. Ich glaube, das Einzige, was fehlt, ist so ein Hitzeschild. Aber okay, man kann nicht alles haben, Leute. So, und gleich sind wir in einem Erdorbit. Da haben wir es. Jetzt zoomen wir raus und markieren mal den Mars. Jetzt spulen wir noch ein bisschen vor. So, wir sind kurz vor unserem Transferfenster. Dann nutze ich mal die RCS-Düsen, um uns in die richtige Richtung zu drehen. So, spulen wir noch ein bisschen vor. Dann geben wir schon Gas. Wir haben auch noch eine ganze Menge Treibstoff. Die Tanks sind noch halb voll. Das heißt, wir schaffen es locker zum Mars. So, jetzt fehlen nur noch 100 Meter pro Sekunde. Na, jetzt. Oh, hoch. Jetzt schon mal ein bisschen Schub rausnehmen. Okay, warte mal. Wir müssen wieder ein bisschen zurück. So, wir sind ziemlich schnell drauf. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Moment. So, nein. Komm schon, noch ein bisschen weiter und wir landen nicht in der Atmosphäre, das ist gut. Dann können wir ein bisschen vorspulen. Dann sind wir auch schon auf unserem interplanetaren Trip Richtung Mars. Na komm. Der Mars hat mich nicht eingefangen. So, jetzt aber. Da sind wir. Wir sind beim Mars angekommen. Fliegen jetzt noch ein bisschen niedriger. Jetzt haben wir nicht mehr viel Weg vor uns. Und gleich müssen wir aus dem Zeitraffer raus. So, dann drehen wir mal um. Wir sind nämlich ziemlich schnell am Herumfliegen. So, Schub auf 100. Ich zoome einmal raus. Da haben wir schon den roten Planeten. So, wir sind schon in einem Mars-Orbit. Ich sag die ganze Zeit Mond, dabei meine ich Mars.
fliegen noch einmal rum, machen noch ein zweites Mal, damit wir einen verständigen Orbit haben. So, noch ein bisschen korrigieren. Und da haben wir es, ein sehr schwacher Mars-Orbit. Jetzt müssen wir auch nur noch den Orbit verlassen. Ich möchte aber vorher nochmal einmal speichern. Schreiben wir einfach mal Mars. Speichern. Und dann verlassen wir jetzt den Mars-Orbit. Ich mache das übrigens ganz genauso, wie His Place mir das gezeigt hat. Also ich mache es nicht auf meine Weise. Ich werde übrigens auch bald in Colony einen eigenen Rover zum Mars bringen. Dauert noch ein bisschen. Jetzt hier in der Weihnachtszeit habe ich natürlich noch ein paar andere Sachen gemacht. So. Jetzt fallen wir vertikal. Dann können wir uns auch schon abkoppeln. Uns ein bisschen von der dritten Stufe entfernen. Sonst krachen wir noch zusammen. In der Zwischenzeit können wir auch schon mal die Düsen da anschalten. Ja, jetzt fallen wir wie ein Stein zum Boden. Deshalb werde ich mal ein bisschen dagegen steuern. Immer mal wieder kurz. 6250, warum ist das so eine krumme Zahl? Na egal, wir haben jetzt die Fallschirme. Und die dritte Stufe knallt gerade in den Boden vom Mars. So, jetzt haben wir auch nicht mehr viel Weg vor uns. Ich mache mal den Schub ein bisschen niedriger. Ja, es reicht locker. Noch ein bisschen niedriger. Ist immer noch ein bisschen zu viel. Noch ein Stückchen weniger. Das sieht schon besser aus. Wir befinden uns im Anflug und gelandet. Jetzt noch ein bisschen mehr Schub rein. Und dann fliegt das Landemodul weg. Wir sind gelandet, Leute. Jetzt machen wir noch die Rover-Räder an. Ich drück nichts. Leute, Hilfe. Ah. Ich habe nichts gedrückt. Und der Rover hat einfach angefangen zu fahren. Ich speichere nochmal schnell. Ich will nämlich nicht, dass das Ding jetzt kaputt geht. Und dann mache ich noch einmal Cheats an, ausnahmsweise. Das Ding ist nämlich hier besessen. Ja, jetzt wären wir schon kaputt gegangen. Was doof gewesen wäre, dann hätte ich die ganze Mission nochmal machen müssen. Ja, schauen wir nochmal kurz das hier an vielleicht. Okay, Und, ah, stimmt ja, ich wollte mir ein Feuerwerk angucken. Hat aber nicht ganz geklappt. Ja gut, was machen wir jetzt hier? Drehen uns vielleicht mal. So. Nein, klappt nicht. Ich frage mich auch, warum da eigentlich noch ein Treibstofftank drauf ist. Der Rover braucht ja eigentlich keinen Treibstoff. Ich versuche mich gerade umzudrehen, aber es klappt irgendwie nicht. Einmal erstmal auf die Seite und dann mit
Schwung auf die andere Seite. Ah, hat auch wieder nicht geklappt. Vielleicht so. Nein. Dann wieder zurück. Ach komm schon, warum klappt das nicht? Ich muss jetzt auch noch keine Gravitation anstellen. So. Einmal richtig rumdrehen. Gravitation wieder aus. Und erstellen wir also. Ich mache mal kurz nur zwei Rover-Räder an. Und selbst das ist zu schnell. Ah. Ja, also der Rover kippt leider etwas leicht um, muss ich mal sagen. Ja, ich drehe den nochmal kurz um. Und stelle den jetzt einfach mal hier ab. So, also wir haben es geschafft, Leute. Wir haben hier den Rover von Ace Place zum Mars gebracht. Ja, das liegt hier einfach noch rum. Na egal. Also wir haben es geschafft. Ich verlinke euch mal den Kanal. Ich weiß nicht, ob das Tutorial online ist. Ich glaube nicht, aber ja. Also Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.